Okay. Die Frage ist jetzt, ob wir hier irgendwie abkürzen können. Ja, guck mal da. Hier können wir jetzt weiterlaufen. Das war vorher nicht. Fuck. Ein Schild, der geht so langsam hoch. Ich bin jetzt hier gestorben auf meinem Weg. Kommst du eben zurück? Ich komme zurück, ja. Wo bist du denn? Ach Gott, oh, ich hab's geschafft. Ich wollte gerade sagen, wie weit hinten bist du denn? So, Abkürzung meinte ich eigentlich in die andere Richtung. Wir müssen doch hier in die Richtung. Da gab es nämlich auch so einen Jump. Und die Frage ist, wo der uns hinführt. So, wie gesagt, wir müssen hier nicht die einzelnen Räume alle durch. Da unten ist das mit der Der hat mich einfach ins Leere. Scheiße. Was? Bist du gestorben? Oder bist du irgendwo? Ich bin tot. Im Weltall. Tot im verloren. All. Tot. Also ich springe einfach runter. Immer tiefer. Mal gucken. Ich frage mich, wie. Nicht, dass ich näher wieder hoch. Komme ich denn hier raus? Ach, Sauerstoffniveau. Jetzt muss ich doch mal eine Ecke finden, wo ich Sauerstoff kriege. Ach, da springst du hin. Ist das richtig? Nee, ich bin jetzt weitergesprungen. Zu weit. Aber hier ist Sauerstoff. Ich komme zu dir. Wenn ich das schaffe. Jo. Oh, wie hat er mich denn platt gemacht? Was ist das für ein Drecksack? Verblutet wird erst, wenn ich es sage. Okay. An die Arbeit! Sollen wir dann weiter? Ja. Ich weiß noch nicht wohin. Ich probiere die Dinger hier einfach jetzt mal aus. Jump. Springplattform. Ja, scheint der richtige Weg zu sein. Oh, dann war ich wohl falsch. Ich sehe dich hier rumjumpen. Oh, das sieht gut aus. Oh, luftige Weiten. Oh, luftige Weiten. So, und jetzt? Das ist ja. Hier. Einfach darüber laufen. Ja, du bist richtig. Watch your feet. Step. Kommst du mit rein? Nee. Vielleicht hast du zu viel. Warte nicht. Hier sind überall unsichtbare Penner, die mir auflauern. Mein Schild ist so schnell immer unten. Ja, meins auch. Edeke, hier drüben! Kommst du mit rein? Ja. Okay. Hä? Hier auch schon wieder.
Richtig festen. Alter, die verpissten. Verpissten. Verpesteten. Die verpissten. So leicht kommst du da nicht raus. Na, hol ihn dir. Guck mal, der läuft sogar rum, wenn der vereist ist. Was ist das denn? Das ist ja nicht die Möglichkeit. Oh, Waffenkiste. Oh, ich treffe den nicht mit dem Sniper-Shit. Oh, netten Kryo-Raketenwerfer. Nehme ich mal mit. Vielleicht bringt der was. Also, die Waffe, die ich vorhin gekauft habe, für $1000 oder so. Der Laser mit Reizstrom. Nein, mit Säure. Mit Reizstrom. Ist nicht schlecht. Ja, gut. Nur treffe ich nichts, wenn ich meinen Skill nicht gerade anhab. Da schieße ich die ganze Zeit daneben. So, hier müssen wir hin. Irgendwo. Wieder ein Kill. Ich glaube, wir müssen hier hoch. Ich gehe mal hoch. Das gibt es doch nicht, du verpiss... beschissener Penner. Da kommt was hab mehr, ich damit, ne? Verpisst? Immer die ganze Zeit gerade. Ja. Oh Gott. Soll nicht weiter? Beulenarbeiter. Ja, soll man nicht weiter? Die laufen mir hinterher hier. Ich kann ja nicht in den Rücken zuwinden. So. Dann machen die mich von hinten platt. Mir läufst du doch auch mal davon. Nicht wahr. Aber du machst mich ja nicht von hinten platt. Die schon. Oh, das siehst du meistens nicht. Achso. Außer bei den Elementarwaffen, die der das nicht spielt. Schon klar, dass ich dich nicht stundenweise bezahle. Total Override aktiviert. Atmosphärensicherung online. Mhm. Versiegel mal eine Tür. Weg. Hm? Nicht den Knopf, du Idiot. Den anderen. Hä? Was hast du gemacht? Windows drauf installiert? Sekunde mal. Override abgebrochen. System wird zurückgesetzt. Ah, okay. Dann... Was? Wir fehlgeschlagen? Wieder im Zeitplan. Ach, ein anderer. Endlich. Dir ist schon klar, dass ich dich nicht stundenweise bezahle. Seite. Portal Override aktiviert. Atmosphärensicherung online. Ja. Innere Türen verriegelt. Ah. Okay, du hast es anscheinend. Wo ist das letzte? Such ja. mal. Zugangsportale öffnen sich. Erstaunlich, dass du bis 3 zählen kannst. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Sicherung aktiviert. Es gibt ein Zeitlimit für die Erledigung ihrer Aufgabe. Sieht aber gut aus. Zumindest. Aktiviere Kraftfelder, um manuellen Override abzuschließen. Die Zeit läuft immer noch. Wow, Kraftfelder. Da oben. Okay, renn mal hoch. Ich bin ganz oben. Bist du immer so dumm oder versuchst du nur meine Erwartungen gering zu halten? Gescheitert? Den letzten haben wir nicht geschafft. Der letzte haben wir nicht geschafft. Nochmal neu. Schaffen wir jetzt. Jetzt wissen wir, was wir machen müssen. Es geht also noch weiter. Okay, ich bleib hier oben direkt. Müssen wir die in einer gewissen Reihenfolge machen. Als erstes Sicherungstür. Hast du gemacht. Okay, dann jetzt nochmal da unten. Zugangsportale öffnen sich. Okay, machst du unten? Sicherung aktiviert. Beide oben. Es gibt ein Zeitlimit für die Erledigung ihrer Aufgabe.
Aktiviere okay. Kraftfelder, um manuell Override fünf, abzuschließen. Ja, eins ist unten, dann springe ich da mal hin. Ne, es fehlt noch einer. Noch einer über mir. Oben fehlt noch einer. Ganz oben, geh nochmal oben. Jetzt aktiviere die Arbeiterbots, damit sie dich in den Quarantänebereich bringen können. Arbeiterbots? Ach Mann, wieso? Ist scheiße. Hast du das versehentlich richtig gemacht? Ich glaube auch. Uiuiui. Hat ja auch lang genug gedauert. Der Arbeiterbot wird dir den Zugang zur Quarantänezone öffnen. Du musst dann hinein und berichten, was du gesehen hast. Jetzt setz deinen Kadaver Richtung Quarantänezone in Bewegung. Die Arbeiterbots bringen dich hinein. Ich guck mal kurz. Okay, die Richtung. Gibt's da was, wo du bist? Ich glaube, wir gehen hier falsch. Ja, wir müssen irgendwie da, wo du bist, ist, muss irgendwie da eine Abzweigung hier sein. Ich glaube, ob da was eine Kiste ist oder so. Bei mir müsste die Abzweigung sein. Ja, guck doch mal irgendwie kartenmäßig, weiß nicht. Hier vielleicht? Hier vielleicht doch nicht. Nein. Scheiße, hä, wie soll man denn da reinkommen? Hier ist ein Durchgang. Ja? Nee, man kann da nur durchschauen. Sieht so aus, wenn man da durchlaufen könnte, aber er lässt einen nicht. Hier geht's noch weiter raus. Jetzt sollen wir nach oben. Ah, ich bin hier oben. Ah, alles klar. Einer? Beseitige die Sperre. Ach, hier. Oh fuck, wo ist denn Sauerstoff? Geh hinein und zeig mir, dass das hier keine spektakuläre Zeitverschwendung war. Komm einfach, wir müssen hier eh rein. Kommst du? Ja. Achtung, Sie betreten die kontaminierte Zone. Ich habe immer noch keinen Sauerstoff. Achso, das Ding muss erst wieder zugehen. Mhm. Wurm ist, diese Arbeitnehmer haben seit Wochen nur Sauerstoff verbraucht und Betriebsrentenansprüche angehäuft. Töte sie! Was? Ohne dem Einsatz! Hey, ich kann da noch ein bisschen hochleveln, wenn wir die ganzen Typen hier. Was machen, hoffentlich. Kleiner Knöpfe drückender Automat und hebt die Absperrung auf. Mhm. Hier gibt's was für die Gesundheit. Aber ich häng fest. Das war ich. Oder das Spiel ist abgestürzt. Duck dich mal. Geht nicht. Warte mal. Jetzt? Mal kurz gucken, ob es noch andere Tasten gibt. Jetzt geht's. Ah, ja. Und ich hätte so ein dauerhaftes Soundgeräusch. Also noch mehr Arbeit für dich, falls du nicht vorher an deiner eigenen Spucke erstickst. Übrigens, einer der Arbeiter schien mir weniger mordlüstern als der Rest. Red doch mal mit ihm. Vielleicht schneidet er dir sogar die Kehle durch. Wäre doch lustig. Was ein Penner. Soll ich den nächsten Auftrag annehmen? Wieso ist er ein Arbeiter? Ich habe die Infektion für Mrs. Sabaton freigesetzt. Sie sagte mir, ich müsste das alles stoppen und die Kammer schützen. Es tut mir schrecklich leid. Du musst ein paar Freunde von mir retten. Friere sie ein. Friere die Infektion ein und Laszlo. Bring sie her. Ich habe ein Freezy Easy für dich. Das kann ich dir leihen. Nimm.
Bitte, was für ein Ding? Eine Knarre. Freezy Easy. Missionswaffe hast du auch? Nee. Dann wollen wir mal sehen. So, welche? Ach, doch. Da ist er. Beeisen, um sie zu retten. Nicht schießen, um sie zu verletzen. Mhm. So, du vereist. Oh nein, nicht die normale Munition. Friere sie ein. Mach ich doch. Gut, sie sind jetzt ich hab's gerade gedacht, wo ich hab. Ich dachte, das wäre ein anderer. Mach weiter. Zersplittert. Die Infektionsschwäche. Wenigstens wurdest du nicht eingefroren. Schlau von dir zuzustimmen. Du siehst gefroren besser aus. Sabaton sagte, ihre Infektion würde das Universum retten, aber ich sehe nur wahnsinnige und zersplitternde Fleischbraten. Hört sich an wie eine Rockband. Die Trümmer her, damit ich meine gefallenen Freunde ehren. Die Kryogan, keine normale Knarre. So gut habe ich mich seit Mars tot nicht mehr gefühlt. Mhm. Ist ja, es rumliegt. Auch nicht schlecht, diese Knarre, oder? Ja, bis jetzt. Was hat die denn für Werte? Was? Schaden hat die nur 8? Deswegen, eigentlich sieht die von den Werten nicht so toll aus. Vielleicht sind die Gegner aber hier sehr einfach. Kann natürlich sein. So, wo müssen wir hin? Müssen wir wieder hoch? Ich glaube, wenn dann um die Ecke oder einmal hier unten schauen. Müssen den Typen glaube ich wieder anquatschen. Medikit! Das könnt ihr euch in die Venen rammen! Ich bin hier irgendwie, ich habe so einen komischen Bildschirm, hast du den auch? Bring die Stücke zurück zu Lazio. Ja. Nee, komischen Bildschirm habe ich nicht. Achso, du meinst durch die Giftgase hier? Ja. Ja. Also jetzt gerade im Moment nicht. Gucken, ob der noch da steht oder ob wir doch hätten weitergehen müssen. Hä? Da steht er und regt sich auf. Ja, dann quatsch mal mit dir. Ja, danke, dass du mir meine Freunde gebracht hast. Vielen Dank. Es wird Zeit, die Infektion endgültig auszurotten. Und die nächste Mission. Der Irrsinn kam von dem Ungeziefer. Parasiten hausen in unserem Fleisch, wuseln in unserem Hirn. Du musst die Infektion ausrotten. Dring in den Ungezieferbau ein und lass es knallen. Lass die Viecher aufplatzen. Ja. Wie? Die sollen ihm folgen, wo ist er hin? Als wär's dir zu warm. Was habe ich denn jetzt für eine Knarre? Boah, die ist. Au! Das ist ein Gegner. Wie bist du? Wo ist er? Ich komme wieder zu dir. Wir müssen schon wieder darüber. Du hast einen unheimlichen Blick in den Augen, Mädchen. Eine Medispritze! Jawohl, du machst ein bisschen Schleim, ich mach ein bisschen hier mit. Los, ihr Drohnen! Ich bin viel zu badass, um zu sterben! Du bist zu badass? Wo ist ein badass? Weiß ich jetzt gar nicht, ob das einer war. Ich liebe wieder das Ziel. Der ist da hinten rein. Ach, du auch. Nee, hör, der Typ läuft hier unten lang. Wo bist du? Ich mach hier irgendwie die Sachen platt. Wo der sagt. Mach du mal. Weiter. Ich sehe sie. Ungeziefer! Töte sie! Die Gehirne dürfen nicht für Ungeziefern! Aha. So, stopp die Infektion! Lass die Pestilenz platzen! Hier sind ganz viele Bakterien. Krass, wo du bist, Alter. Ich das noch so weit. Du, Gott, hitzeln. Muss Patienten machen. Ich dachte, das wäre nur ein kleiner Raum.
Was soll man machen? Mit Hände draufhauen? Also nicht platt machen. Keine Ahnung. Im Nahkampf, ja. Müssen sich wieder zusammenraufen. Ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll mit dem Nahkampf. Ah, geht. Lass sie aufplatzen, dass es nur so spritzt. Setz deine Arschbombe ein. Okay. Spür den Regenbogen, vergib ihr niemals, lüfte die Luft! Jawohl. Lüfte die Luft, ich lüfte mal hier. Ja. Sie ist schuld, Ehrenwort. Sie schnaufen keuchend zwischen meinen Ohren. Nicht! Lass die Infektion nicht länger atmen! Keine Ahnung, was der will. Das ist nie hoch, aber ich klick mal hier dran. Automaten. Ja, Automaten. Das heißt, du hast die Infektion gestoppt oder so. Komm zurück. Oder so. Ja, oder so. Seine Echos sollen wir noch finden. Ist dir nicht gut? Mir ist so seltsam. Köstlich, köstlich. Ich bin schon wieder hier vergiftet. Veganer sind schon komisch, heißen die. Er ist Veganer. Das war alles nur Verarsche. Ich esse für mein Leben gern Menschenfleisch. Ein Jammer, dass ihr nicht noch länger in der Marinade liegen konntet. Ihr wärt noch viel leckerer gewesen. Ja! Ach, jetzt müssen wir den Typen verlassen. Müssen wir den Laszlo platt machen? Wow! Wo ist er? Hä? Hast du ihn? Nee. Er läuft da unten. Hier bei mir ist er. Weil er die einfriert. Ei. Gott, was machst du? Du bist doch nicht fertig. Rechts neben dir. Ja, ich muss nachladen, oder? Ich bin schnell. Den Beul auf den Kopf gewachsen. Ist er hin? Er rennt hier einmal durch und wir werden dann erstmal noch angegriffen. Schau mal hier. Boah, ich hänge an noch einem kleinen Röhrchen. Über uns. Komm ich hier nicht. Boah, ständig hänge ich irgendwo fest. Hä? Ich tollpatsche ich. Zur Zersplitterung! Bleib heiß am Spiel! Hast du den Original-Typen, oder? Ich guck mal, ob ich ihn sehe. Ja, ich sehe ihn. Ui. Das wird gleich mal helfen.
liege am Boden. So. Ich helfe dir. Danke. Das habe Stopp, ich er ist platt. Ja. Der auch. Ja, der auch. Okay. Ja, Scott, schaut sich mal rein. Wer? Na, der Oslo. Ja. Oslo. Genau. Gut, jetzt müssen wir wohin? Ich guck mal eben. Was haben wir von dem irgendwas gekriegt? Sauberes Kämpferhandwerk. Nö, aber ich hab ja hier. Deine Drohnen machen uns immer noch Stress. Nö, kommt vielleicht noch. Okay, einmal runter. So, was will denn hier liegen? Mission abschließen. Ah. Oh, ein Skin gab's. Toll. Schauen wir mal, was ist das denn hier für ein Skin? Den habe ich noch nicht. Na gut. Wenigstens was. Okay. So, ich habe jetzt auch wieder so viel aufgesammelt. Feuerunterstützung. Wo ist der nächste Laden? Laserfokus. Oh. Oh, Bewegungskontrolle in der Luft wird verbessert. Das ist auch nicht schlecht. Durch ein Auskick.